Es ist der 1. März 1980, spätabends. Es ist dunkel draußen. Es regnet und stürmt. Dennis läuft die dunkle Straße entlang. Den 5-jährigen Timmy trägt er auf seinem Rücken. Er läuft immer weiter. Versucht zu trampen, doch niemand hält an. Sein Herz klopft. Er muss sich beeilen. Was, wenn er sie findet? Doch dann hält ein Pickup-Truck neben ihnen und ein freundlicher Mexikaner bringt sie bis in den nächsten Ort. Ukiah, Kalifornien. Dennis bringt Timmy zur Polizeistation. Als der Polizist ihn fragt, wer er sei, antwortet er: Ich weiß nur, mein Name ist Steven. Children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of magic. Merced ist ein ruhiges kleines Pflaster mit vielen Farmern und einer Jeder-kennt-jeden-Mentalität. Am 4. Dezember 1972 ging Kay in den ansässigen One-Dollar-Laden, da sie für Dell etwas besorgen musste. Der Laden war voll und sie stellte sich in die Schlange an der Kasse. Eigentlich wollte sie Steven um 2 von der Schule abholen. Das wird sie nicht schaffen. Später wird sie sagen, dass sie das ihr Leben lang bereuen werde. Steven steht vor der Schule und wartet, doch seine Mutter kommt nicht. Nach einer Weile geht er alleine los. Er wohnt nur ein paar Blocks entfernt. Als er die Straße entlang läuft, brennt die Sonne ihm auf den Kopf. Plötzlich taucht ein Mann neben ihm auf. An einer Kreuzung spricht er Steven an. Er sei ein Vertreter der Kirche und gab Steven ein Flugblatt in die Hand. Er schaute zu einem Wagen, der auf der gegenüberliegenden Seite stand. Ein anderer Mann nickte ihm zu. Das war das Zeichen. Vielleicht möchte deine Mutter etwas spenden? Komm, ich fahre dich nach Hause und wir fragen sie, sagte er zu Steven. Der Junge willigte ein und der Wagen mit dem zweiten Mann fuhr vor. Als der Wagen jedoch in eine ganz andere Richtung fuhr, wurde Steven nervös. Die beiden Männer waren Irvin Murphy und Kenneth Parnell, ein vorbestrafter Sexualtäter. Sie brachten Steven in eine Hütte im nahegelegenen Cathays Valley. Parnell erzählte Steven, er habe mit Stevens Eltern telefoniert. Sie hätten eingewilligt, dass er übernachten dürfe. In der Nacht wurde Steven von Parnell das erste Mal missbraucht. Am nächsten Tag erzählte Parnell Steven die gleiche Geschichte, bis er an einem Tag sagte, dass Stevens Eltern ihn nicht mehr haben wollten und sie ihn nicht mehr liebten. Parnell sei nun sein neuer Dad. Am 17. Dezember 1972, 13 Tage nach der Entführung, begann Parnell damit, Steven zu vergewaltigen. Später wird Parnell aussagen, dass er es hasste, ständig das Blut wegzuwischen, das der 7-Jährige hinterließ. Parnell gab Steven eine neue Identität und nannte ihn Dennis Parnell. Er stellte ihn überall als seinen Sohn vor. Steven versuchte nicht zu fliehen, denn Parnell zog mit ihm von Ort zu Ort und er wusste nicht, wie oder wo er um Hilfe bitten konnte. In den ersten Wochen fragte Dennis noch nach seinen Eltern. Doch Parnell konnte ihn davon überzeugen, dass seine Eltern das Sorgerecht an ihn abgetreten haben. Es gab mehrere Schulwechsel, sodass niemandem etwas auffiel. Später werden ehemalige Freunde und Schulkameraden aussagen, dass Steven auffallend ruhig und zurückhaltend war, kaum lächelte. Was sich später aber legte.
Eine ehemalige Freundin wird in einem späteren Interview unter Tränen sagen: Heute verstehe ich, warum so ein hübscher Junge mit breiten Schultern so eine komische, steife Art zu gehen hatte. Weil er einfach Schmerzen hatte. Steven hatte viele Freiheiten bei Parnell und lebte nicht in Gefangenschaft. Er durfte rauchen und auch trinken, was auch niemanden auffiel. Laut eigener Aussage vergewaltigte Parnell Steven mit den Jahren an die 3000 Mal. Durch Steven kam er auch an andere Jungs heran, die Steven zu sich nach Hause einlud, und Parnell suchte sich dann einen aus, den er dann in den Schuppen lockte, um sich an ihn zu vergehen. Es gibt keine Zahlen darüber, wie viele Jungs Parnell neben Steven missbrauchte. Am 14. Februar 1980 entführte Parnell mit Hilfe eines Jugendfreundes den 5-jährigen Timmy White mit der gleichen Methode aus Ukiah, Kalifornien. Als Steven begriff, dass Timmy das gleiche bevorstand wie ihm, beschloss er, Timmy seinen Eltern zurückzugeben. Am 1. März 1980, 14 Tage nach Timmys Entführung, flüchtete Steven mit Timmy aus der Hütte, während Parnell in einer Nachtschicht arbeitete. Steven floh mit Timmy nach Ukiah und brachte ihn zur Polizei. Erst wollte Steven Timmys Eltern alleine finden, dies blieb jedoch ohne Erfolg, da die Zeit rannte. Also beschloss er, ihn zur Polizei zu bringen. Die Polizisten entdeckten Steven jedoch und brachten ihn ebenfalls mit auf die Polizeiwache. Nachdem herauskam, dass es sich um Timmy White und Steven Stainer handelte, wurden beide am nächsten Tag ihren Eltern übergeben. So kam Steven nach 7 Jahren, im Alter von 14 Jahren, zurück zu seiner Familie und Parnell wurde verhaftet. Stevens Satz, den er zu den Polizisten sagte, »Ich weiß nur, mein Name ist Steven«, wurde später auch Buchtitel zu seiner Geschichte. 1981 wurde Parnell wegen Entführung von White und Stainer in 2 getrennten Prozessen vor Gericht gestellt und zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt, obwohl er nach 5 Jahren auf Bewährung freigelassen wurde. Er wurde jedoch nicht wegen sexueller Übergriffe angeklagt, da die Staatsanwälte glaubten, sie würden Stainer vor dem sozialen Stigma des sexuellen Missbrauchs von Männern schützen. Das ist doch mal ein Hammer. Steven Stainer schaffte es, nach einer langen, von Selbstmordgedanken und psychischen Problemen geprägten Phase, ein normales Leben zu beginnen. Er heiratete 1985 und wurde Vater 2 Kinder. Doch schon am 16. September 1989 starb er bei einem Motorradunfall. Timmy White hat ebenfalls Kinder. Seinen ersten Sohn nannte er im Gedenken an seinen Mitgefangenen Steven. Timmy White starb 35-jährig am 1. April 2010 in Santa Clarita, Kalifornien, an einer Embolie. Kenneth Parnell wurde 2003 erneut verhaftet, als er einer verarmten Frau ihr Kind abkaufen wollte. Im Zuge des kalifornischen Three-Strikes-Gesetzes wurde er für diese Kleinigkeit in Relation zu den vorher begangenen Verbrechen nun zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er starb am 21. Januar 2008 im Alter von 76 Jahren im Gefängnis des kalifornischen Vacaville. Und jetzt noch ein Hinweis für alle True Crime Fans. Stevens älterer Bruder, Cary Stainer, wurde später ein bekannter Serienmörder. Aber diese Geschichte muss jemand anderes erzählen. Thank you.
Thank you.